The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Leben auf zwei Ebenen. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. In unserer Welt wird nichts dringender gebraucht als die praktischen Ergebnisse einer engen Gemeinschaft mit Gott. Wir sollten durch unser Alltagsleben zeigen, dass wir im Erlöser Frieden und Ruhe haben. Sein Friede in unserem Herzen wird sich auf unserem Gesicht zeigen. Gemeinschaft mit Gott wird den Charakter und das Leben veredeln. Wie bei den ersten Jüngern wird man uns anmerken, dass wir mit Jesus zusammen waren. Das wird dem Arbeiter eine Kraft geben, die nichts anderes geben kann. Er darf nicht zulassen, dass ihm diese Kraft entzogen wird. Wir müssen ein zweifaches Leben leben, ein Leben des Denkens und des Handelns, ein Leben des Gebens und ernster Arbeit. Alle, die in Gottes Schule gehen, brauchen die stille Stunde der Zwiesprache mit ihrem eigenen Herzen, mit der Natur und mit Gott. Wir müssen als Einzelperson ihn zum Herzen sprechen hören. Wenn alle anderen Stimmen verstummt sind und wir still vor ihm warten, wird das Schweigen unserer Seele die Stimme Gottes noch klarer hervortreten lassen. Er bittet uns: Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Das ist die wirksame Vorbereitung auf die Arbeit für Gott. Inmitten der hastenden Menschenmenge und dem Stress der intensiven Aktivitäten des Lebens wird jeder, der so erquickt worden ist, von einer Atmosphäre des Lichtes und des Friedens umgeben sein. Er wird aufs Neue mit körperlicher und geistiger Kraft beschenkt. Sein Leben wird einen Duft ausströmen und eine göttliche Kraft offenbaren, die den Zugang zu den Herzen der Menschen findet. Vielen gelingt es sogar während ihrer Andachtszeit nicht, den Segen echter Gemeinschaft mit Gott zu empfangen. Sie haben es allzu eilig. Im Sturmschritt drängen sie sich in den Kreis der liebenden Gegenwart Christi, bleiben vielleicht einen kurzen Moment im heiligen Bereich, aber sie warten nicht auf seinen Rat. Sie haben keine Zeit, mit dem göttlichen Lehrer zusammen zu sein. Mitsamt ihren Lasten kehren sie an ihre Arbeit zurück. Diese Arbeiter können nie den optimalen Erfolg haben, solange sie das Geheimnis der Kraft nicht kennen. Sie müssen Zeit einplanen zum Nachdenken, zum Beten, zum Warten auf Gott, um eine Erneuerung körperlicher, geistiger und geistlicher Kraft zu erleben. Sie brauchen den erbauenden Einfluss seines Geistes. Wenn sie ihn erhalten, werden sie durch neues Leben erfrischt sein. The Lord is coming.